Und ich habe mir überlegt, eigentlich ist es ja sinnlos, weil ihr sollt ja sehen, was passiert, ne? Erstmal den Mauszeiger aus dem Bild. Ja. Zwischendurch habe ich übrigens nicht verloren. Der Beweis ist hier. Ich habe meine ganzen Items noch. Und ich hoffe diesmal weicht Hydrobi keiner Singlewehre aus. Ja, ich nehme schon seit 52 Minuten auf. Das ist heftig, dass alles so ziemlich umsonst ist, ne? Am Arena-Bäre. Toll, ne? Also ich könnte jetzt natürlich allen Kämpfen aus dem Weg gehen, aber das wäre ein bisschen, ja, pussyhaft. Deshalb mache ich das nicht. Außerdem brauche ich EP. Das ohne Ende. Ich habe übrigens ein Nachfolgespiel für. Ein Nachfolge-Let's Play für Pokémon Mystery Dungeon. Das wird sehr episch. Ihr werdet sehen, was das sein wird. Ich verrate es auf jeden Fall noch nicht. Gift on in Yuzit. Gift in Hydro. In Bisasam, und der Typ von Bisasam verhindert Gift natürlich wieder. Oh, lasst ihr wohl den in Ruhe, den armen Jungen? Den dummen Spasten, der das Siedelbeere ausweicht. Oh, vielen Dank. Ich war eigentlich zu faul, mich zu drehen, und da macht das ja automatisch. Geld. Geldgeilheit ist so ein Klischee von YouTubern, ne? Ich habe das Gefühl, ich war noch nie länger an einem Dungeon dran als jetzt. Weil die insgesamte Spielzeit, das müssten 4 Stunden sein. 4 Stunden, 4 Minuten 50 Sekunden. Ups. Idoran pumpt sich sinnlos auf. Toll wird's, wenn später noch Nidorino und Nidorina kommen. Und Nidoking und Nidoqueen. Weil die haben es genauso wenig drauf wie der. Nidoran und seine Entwicklungsformen sind allgemein hier bei Pokémon Mystery Dungeon Team Rot. Oder Team Blau später auch noch. Eher schwächere Pokémon. Bei Team Zeit und Team Dunkelheit ist das wieder was komplett anderes. Aber wie gesagt, das Spiel geht mir so ziemlich am Arsch vorbei. Ich hab's selber und ich find's einfach nur verhunzt und beschissen. Mit der Tackle, mit dem ich so sorgsam umgehe, wie immer. Den ich jetzt schon 6-mal eingesetzt habe. Meine Sammelbox ist schon wieder voll. Fix. Ja, das setze ich jetzt mal nicht ein, weil ich habe zu wenig davon. Neon ist befreit von Paralyse. Die Persifere, die ich noch hatte, die spare ich mir erstmal, weil Baum. Nein, ich brauche sie später noch bei Zapfos, glaube ich. So, es könnte sein, dass da die Treppe drin ist und das Gefühl trügt nicht. Ich habe alles richtig gemacht. Das nicht in dem Sinne wie damals Lurich van Gaal bei FC Bayern. Neon erreicht Level 15, das ist schön. Dieses Pokémon erinnert eine neue Attacke und vergisst eine andere. Im Linkladen von Schluppo kann das vergessene Wort lernen. Giftpuder, geil, geil, geil will ich haben. Heuler. Vergiss Heuler, bitte. Neon erlernt Giftpuder. Ich habe es geschafft. Yeah, ich bin der Beste. Gangnam Style. Weiter bitte.
Wenn was sehr effektiv ist und nur 2 KP abzieht, dann ist es schon irgendwie komisch, ne? Schon irgendwie blöd. Ich weiß noch damals, wie ich mal auf Quick gepostet habe. Ich weder die Ibišević kommt zu VfB Stuttgart, endlich mal einen gescheiten Stürmer und so. Dann kommentiert einer, der gar nicht in meiner Liste ist. Schon schade, wenn man die eigenen Stürmernamen gar nicht kennt, ne? Wieso? Was hast du hier bitte schon zu sagen? Keine Antwort? Nun ja. Sowas nennt man auch Hater. Da bin ich auch schon beim nächsten Thema. Die ganzen hobbylosen, dämlichen kleinen Haterkinder. Die dann auch immer richtig alt sind. So, da ist einer. Albers Tube kennt ihr vielleicht. Der ist 11 oder 12. Und der glaubt, der wäre hier der Größte auf YouTube. Also zu so kleinen, dummen Kindern kann ich nur sagen, ihr seid bemitleidenswert. Naja. Was macht am hier Blackstar? Will wohl auch bemitleidet werden. Und ich drücke ein bisschen zu schnell. Der Emulator reagiert nämlich ein bisschen langsamer als ein Gameboy. Das war's. Einfach mal Tackle einsetzen, dann wird er schon tot sein. Ja, nicht tot, kampfunfähig. Wisst ihr, was ich meine? Jetzt setzt der Tackle bei mir ein, ich glaub's nicht. Change it. Einfach mal einen Georg-Bock in die Fresse klatschen, wird schon helfen. Okay, hab ja genug. Das gibt's doch echt nicht, oder? Hitropi, du bist ein Trottel. Weißt du das? So, und wehe, du weißt... Du behindertes kleines Kind! Ich krieg mich nicht mehr. Ich krieg mich nicht mehr! Hab ich vielleicht irgendwas zum Tauschen? Graugummi, belebe es einmal in der Arena-Beere. Und so. Ich weiß nicht. Komm, ich tausche gegen Graugummi. Boden essen. Ah, schnell abhauen. Nein, 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 nein! Ein falscher Schritt. Schon ist einer deiner Belebersamen weg. Ich bin müde. Ich nehme auch schon seit einer Stunde auf, fällt mir gerade so auf. Moment mal, warum reicht der Hydropi aber den nicht? Ist doch irgendwie ein Mysterium, ne? Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Einfach an der Raumverteilung. Nein, den will ich jetzt nicht begegnen. Ich hoffe, da hinten ist keine Sackgasse oder sowas. Nein, auf gar keinen Fall.
Du Trottel! Du vermaledeiter kleiner Trottel! Mich kannst du so oft angreifen, wie du willst, aber es wurde nichts mit. Team Neon Bericht. Verteidigung 29. Wie viel hat die Truppe denn bitte? 21. Oh mein Gott! Also Verteidigungsspezialist ist der liebe Hydropi auf jeden Fall nicht. Schlägt eiskalt zweimal fehl, das finde ich gut. Das finde ich schlecht. Das finde ich gut. So, erstmal heilen. Du trittst bitte auch drauf, dankeschön. Und so weiter. Bin ein bisschen langsam mit dem Reden. Naja, egal. Also ich wäre dafür, dass ich jetzt mal die Treppen finde. Aber anscheinend der Dungeon nicht. Ich darf doch mal außen rumlaufen. Arschloch. Du hast mir jetzt gerade noch gefehlt. Und das ist nicht mal das mit dem Kraftband. Da ist sie ja endlich, die Treppe. Das vermaledeite Bauwerk, das einen nach oben bringt. Oder nach unten. Eine TM! Eine TM! Was ist das? Brüller. Boden. Doch, komm, die nehme ich mal mit. Boden. Essen. Nichts geschieht. Wer hat's gedacht?